Herzlich willkommen auf der Spielwarenmesse 2013 in Nürnberg. 1973 sind diese Hallen, die Sie hier hinter mir sehen, erbaut worden als ganz neues und frisches Messegelände. 1978 gab es den ersten Messestand von der Firma Yamara, der aber noch in Untermiete war auf dieser Messe hier in Nürnberg. 40 Jahre, auch ein Jubiläum für die Firma Yamara im Jahre 2013. In den letzten Jahren hat sich unsere Produktbandbreite um einiges erweitert und sehr viel vergrößert. Jedes Jahr bringen wir Neuheiten mit auf die Spielwarenmesse und einige von diesen Neuheiten, die möchte ich Ihnen heute zeigen. Hier in Halle 4 im Innovation Center werden die Produkte gezeigt, die ganz neu mit auf die Messe genommen wurden. Yamara hat in diesem Jahr die miniaturisierte Version des Spycopters dabei, der Spycopter Mini. Während wir im letzten Jahr schon den Spycopter als große Version dabei hatten, kommt in diesem Jahr der kleine. Auch der kleine wie der große haben beide eine Foto- und Videofunktion, die während des Fluges genutzt werden kann. Ferner sind beide auch als Webcam einsetzbar. Hier neben mir sehen Sie einen Monitor, den wir angebracht haben, wo sich jeder Messebesucher selber filmen kann und überzeugen kann von der Qualität der Kamera der Spycopter. Halle 7a, die Modellbauhalle auf der Spielwarenmesse. Hier präsentieren wir an unserem Hauptstand alle Neuheiten, die wir mitgebracht haben aus den Bereichen Modellbau, Modellflug, Ride-on-Cars und Spielwaren, kompakt auf über 200 Quadratmetern. Einige von diesen Neuheiten möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Eine Neuheit, die wir mitgebracht haben, sehen Sie hier neben mir, ist der Splinter, ein klassischer Sandbuggy, der einmal in einer Elektroversion mit auf die Messe genommen wurde und einmal als exklusive Brushless Lipo-Version. Beide Versionen mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung, absolut Offroad-tauglich, spritzwassergeschützt, das heißt eine Pfütze, ein kleiner See, kein Problem. Eine Besonderheit bei diesem Buggy ist das extrem stabile Alu-Chassis in Carbon-Optik und natürlich die LED-Beleuchtung bei beiden Fahrzeugen, die auch eine Dämmerungsfahrt auch durch eine Pfütze ermöglichen. Eine weitere Neuheit in diesem Jahr sind diese zwei Fahrzeuge. Zum einen der Z18 CR und der Z18 CRT. Einmal als Buggy und einmal als Truggy. Beide Fahrzeuge werden mit einer 2,4 GHz Funkfernsteuerung ausgeliefert und sind im Handel bereits unter 100 Euro erhältlich. Was vor einem Jahr mit einem Fahrzeug auf der Spielwarenmesse angefangen hat, ist mittlerweile zu einer echten Produktpalette der Firma Yamara geworden, die Ride-on-Cars. Mit über 14 verschiedenen Fahrzeugen präsentieren wir uns dieses Jahr auf der Spielwarenmesse. Angefangen von dem Mini-Quad, das Sie ja vorhin schon gesehen haben, über ein etwas größeres Quad, ein Lamborghini, Mercedes SLS, der BMW Z4 und der Lamborghini Aventador, über den Hammer H2 und einem Luxus-Ride-on-Car, das ich Ihnen gleich zeigen werde. Die Besonderheit bei allen Ride-on-Cars ist, dass alle Ride-on-Cars ferngesteuert funktionieren. Das heißt, nicht nur Selbstfahrer sind, das heißt, das Kind kann selber mit einem Gaspedal und dem Lenkrad das komplette Fahrzeug steuern, sondern auch das Elternteil oder der große Bruder kann mit einer Funkfernsteuerung den kleinen Bruder durchs heimische Wohnzimmer fahren. In diesem Jahr bringen wir mit dem Henes M7 ein besonderes Ride-on-Car mit auf die Spielwarenmesse. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass es über Stoßdämpfer verfügt, über einen voll funktionierenden Bordcomputer, der einem sowohl die Geschwindigkeit anzeigt, als auch die gefahrenen Kilometer, verschiedene Speedstufen, mit denen die Geschwindigkeit kontrolliert werden kann und einem echten Ledersitz. Um das Ausstattungspaket des Henes M7 komplett zu machen, wurden ihm echte Vollgummireifen verpasst.
Seit mehreren Jahren ist Yamaha mit 2 Messeständen auf der Spielwarenmesse Nürnberg vertreten. Hier in Halle 6 ist der Toys-Stand von Yamaha, bei dem alle Spielwaren-Neuheiten im Jahre 2013 präsentiert werden. Neben mir ist eine Fläche, eine Spielfläche für Besucher, bei dem alles vorgeflogen und vorgefahren werden kann. Der Kunde kann, wenn er möchte, selber die Fernsteuerung in die Hand nehmen und die Modelle über eine kleine Spielfläche bewegen.